Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Willkommen zurück bei Game Circus. Sozialoptische Dynamik, erlange die Systemsteuerung. Wir spielen Human Peoples. Was brauchen wir? Nee, Speaking Simulator spielen wir. Und es ist ein ganz furchtbares Spiel. Ich möchte es hier mal. Was brauchen wir denn? Schüttelt mich. Ach, so ist voller Gesichtskolben. Oh, jetzt habe ich dir wieder reingeredet, sorry. Ja, ist gut. Was brauchen wir? Das hier. Das, ja, sozial, die müssen wir kaufen, damit wir das nächste Level machen können. Die sozial-optische Dynamik. Erlange die Systemsteuerung über die Augen. Oh nee, bitte nicht. Benutze sie, um Leute auf eine creepy Art und Weise anzustarren. Die vor ihnen gar nicht behagt. Weißt du, das Schlimme, wisst ihr, das Schlimme ist, ich finde ja, ich muss ja schon auf drei Komponenten achten. Zunge, Mundbewegung hin und her und noch die, das Soziale. Und jetzt kommen noch die Augen dazu, ich sterbe, Alter. Mhm. Wir sind auf unserem Weg auf ein Geheimnis gestoßen. Unsere Arbeitgeber hat uns angewiesen, eines unserer Ganzkörperuntersuchungen zu unterziehen. Diese Beharrlichkeit ist vermutlich auf die vielen, 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 vielen Schwächen des menschlichen Körpers und das Drängen des Unternehmens zurückzuführen, sie gegen die harte Währung zu versichern. Geil. Harte Währung. Oh, Brother. Hallo und willkommen oder willkommen und hallo, wie Sie wollen. Du bist ja ein lustiger Kauz. Bestätige Gruß und willkommen sein. Wie geht es mit den Augen? Das verstehe ich nicht. No. Vielleicht mit den Pfeil, ja? Mit den Augen, mit den Pfeiltasten, ja. Oh Gott, ist das stressig geworden jetzt. Ultra. Und jetzt glücklich. Oh Gott, was muss ich denn alles beachten, ey? Sehr gut, fühlen Sie sich während Ihrer Untersuchung einfach wie zu Hause. Bestimme diesen Raum als zu Hause. Organische Fleischhülle ist jetzt bereit zur Untersuchung. Was? Fleischhülle? Ja, Fleisch. Fleischhülle. Oh Gott, der Mund. Wie so ein Hamster. Die Nase. Die steht aus Flüssen. Oh. Gott, Alter, ich sterbe. Ah, die Zähne ausgezeichnet, aber das ist kein bloßes körperliche Untersuchung, sondern auch eine wichtige Bestimmung ihrer geistigen Gesundheit. Also, wie geht es Ihnen? Leiden Sie unter Stress oder Angst? Ja, ich leide unter Stress bei dem Spiel, ohne Scheiß. Der menschliche Zustand gleicht einer Folter. Stress und Angst sind eine völlig normale Reaktion. Mit den Augen noch, ey. Alter, ich sag dir, das ist das... Boah, wie die Zähne immer ausfallen. Oder eben Mund und dann durch... Dann fallen sie in seine Brust. Ja. Der eine Zahn, sehe ich wieder. Er steckt in ihm. Und jetzt fallen sie... Oh Gott, ich kotze gleich. Das ist so eklig. Oh Gott, ihr müsst jetzt einfach sehen, was ich mit meiner Hand mache. Noch du schmeißt auf der einen Seite schon gar keine... Oh. Das ist durchaus richtig, solange man damit zurechtkommt, dass ihnen Zähne aus dem Mund fallen und nicht die Kontrolle über seinen eigenen Verstand verliert. Wie sieht es mit Ihrem Schlaf aus? Haben Sie dahingehend irgendwelche Probleme? Benötigen Sie eine Beißschiene? Das Aktivieren meiner Schlaffunktion ist nicht komplizierter, als mein Eingabesystem für 5 Minuten zu deaktivieren. Als meine Eingabesystem. Alter, kann man noch mehr. Gleichzeitig. Oh. Ja, ich hab's gesehen. Derp. Derp. Oh. Ich kann mit Fug und Recht sagen, und ich möchte es auch gerne sagen, diese Folge wieder. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es aus tiefstem Herzen. Warum? Guck mal, wie... Das ist total lustig. Das Einzige, was noch gut wäre, wenn die Zähne ausfallen, dass so Blut fließen würde. Ja.
Die Nase, sie tanzt. Die Nase, sie tanzt. Guck, wie sie tanzt. Boah. Wow, das hört sich großartig. Ich wünschte, ich könnte so schnell einschlafen. Hört sich ganz so an, als wäre sie bei perfekter geistiger Gesundheit. Genau. Ja, abgesehen von dem immensen zermürbenden Druck des Lebens, blicke ich optimistisch in die Zukunft. Dürfte ich nun gehen? Genau. Abgesehen von dem immens zermürbenden Druck des Lebens. Die Dialoge sind schon witzig geschrieben, das muss ich zugeben. Ja, sind sie. Seine Augenbraue. Alter, ich sterb. Die zuckt übel ab. Captain Zuckbert. Ich übergreife schon mit Oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Ich übergreife schon mit meinem... Mit meinen Händen den Controller, so weißt du, von links nach rechts. So wie man ihn nie benutzen würde. Ich müsste mal zugucken, ich guck dir mal auf die Hände. Ja, jetzt gerade, jetzt gerade ging's. Nun, wir sollten nichts überstürzen. Wir müssen immer noch einen kurzen körperlichen Check durchführen. Leiden Sie unter irgendwelchen Schmerzen oder sonstigen Erkrankungen? Negativ. Meine Organe funktionieren einwandfrei und nichts an meiner Hülle ist locker, undicht oder laut. Ich bin unvorstellbar gesund. Sag dir das. Ja? Oh Gott, die Augenbraue macht mich fertig. dieser Haut macht mich ich geht. Zu viel Augenkontakt, zu wenig Hexengesicht, offener Nasenmund. Gott, der Ballonmund. Alter, ich stehe. Die Zunge. Das ist so schwierig. Es sind so viele Dinge gleichzeitig. Du überhitscht langsam, du zerbrichst bald. Dein Thermostat leuchtet, ein Warnzeichen. Ey, ich versuche echt mein Bestes. Das ist echt nicht so einfach. Achtung, rote Knöpfe oben. Ich bewundere dich wirklich dafür, Mann. Das würde ich nicht aushalten. Ich würde alles zerstören. Nee, ist lustig, ey. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Das ist wirklich gut zu hören. Ihre überschwängliche Selbstentscheidung spart mir jetzt aufstehen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Genau, deswegen muss er sich jetzt keinem Test unterziehen. Das finde ich schön. So schnell kann es gehen. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass mein 100%ig echter Verstand und Körper die Untersuchung überstanden haben. Blieb, blieb. Blieb, blieb. Gott, sein halbes Gesicht hat sich selbst ständig gemacht. Wenn ihr wüsstet, was das für ein Stress ist hier auf der Tastatur, ey. Das alles gleichzeitig zu sehen und zu überlegen. Ich hoffe, das ist der letzte Satz, bitte. Ich geh danach auch. Ohne Verabschiedung. Nein, nein, komm schon, komm schon. Und normalen Menschen. Sie sagt es, ja, das passiert. It's hilarious. Welcher Arzt sagt es überhaupt? Es ist schön, einen normalen Menschen. Ja, ja, genau. Das ist so richtig schlecht geschrieben. Frage: Unterschreiben Sie die Dokumente, die das bezeugen? Zwinker. Glücklich, glücklich. Glücklich. Ja! X alles weg. Yay! Done it! Sozialer Aufstieg, Bewertung 100% echter Mensch. Wow, es war nicht schlecht. Ich habe mir auch wirklich für euch da draußen alle Mühe gegeben. Ah, nächstes Mal bei Game Circus, die nächste Folge. Ich freue mich. Sascha, du dich auch? Die Infiltration schreitet erfolgreich voran. Ich bin gespannt, was das Ende vom Spiel ist. Wie viele Levels sind es? 9 oder so? Ja, ich glaube. So beschissen.